Ja, hallo, Hallöchen, willkommen zu Black White. Anscheinend lädt es gerade noch. Okay. Space ist nur mute möglich. Sehr interessant. Man kann es nicht unmuten. Auf jeden Fall sehr interessant. Wollen wir mal sehen, wenn das Ganze geladen hat, wo wir drin landen. Okay. Lass mich erstmal in die Optionen reingucken, weil das sieht bei mir ziemlich klein aus. Yeah. Full Screen. Ansonsten weiß ich im Moment noch nicht. Audio. Ja, ist klar. So. Tutorial. Gehen wir mal auf Tutorial, weil. Mate, in this tutorial, we'll teach you the basics of being a good crew member. When you first join a battle, you'll need to equip yourself with a loadout. Press M to do this now, and click confirm once done. You can change your loadout at any time for your next respawn. My loadout. Hand mortar, standard musket. Oh, okay. Main side, melee, special. Okay, ich nehme mal an, ich kann es gerade nicht One of the ändern. most important things is keeping your ship afloat. The status of your ship is displayed at the top of the screen. You can see we already have a damaged ship. To make repairs, switch to your hammer with the 5 key or use the scroll wheel and scroll down. Holes in your ship can be located on the sides of the hull. They will glow red when no one is actively repairing them. Go up and repair these holes now by clicking and holding down the left mouse button. Well done! Now that the holes have been repaired, our ship still has water on deck. To get rid of the water, you need to locate the water pumps. Simply go up to the pump and press the E key. The ship status at the top of the screen will update. Once the text has disappeared, you no longer Cell need to damage, be on the pump. ship low in water, zero holes. Okay, all pumps active. To exit objects, move back using the S key. The sails have also taken some damage, as you can see from the ship's status. In order to Sail repair damage. sails, you'll need to climb the ship's rigging. It's dangerous to climb rigging and requires some skill. You must mount the ledge on the hull of your ship, jump with the space key, and turn at the same time to get onto the outside of the rigging. Oh, okay. Ich muss nur einmal drücken. Okay. You can climb the direction you want to go by looking up or down and moving forward with the W key. Sales damaged. So, und jetzt bin ich auf der falschen Seite. Lass mich verarschen. Okay. Die vorhin. Oh, da. Okay. Auch mit dem Hammer repariere ich das Siegel. Alles klar.
Okay, jetzt wäre ich beinahe runtergefallen. Jetzt bin ich gefallen, aber es war nicht schlimm. You need to drink up to heal yourself. Pour out your beverage with the 4 key and use the left mouse button to drink up. Ah, ich trinke einen Tee. Okay. If you stand on the opposite side of a ship from enemy fire, you won't get hurt. Looks like we have an enemy vessel within the range of our guns. Before we fire any cannons, we will need to know the range of the vessel or be great at guessing. Usually a spyglass can be equipped in the loadout menu. Scope out the enemy with your spyglass using the right mouse button. Press it again to unscope. 450 Meter. Now that we have spotted the ship, you can press the tilde key to toggle the ship range on screen. Let's load up and fire a cannon. Next to each cannon are crates with different types of ammo. All cannons are loaded in a specific sequence. First, you need to load in some gunpowder by picking it up out of the crate with the E key. Holy shit, das ist ja jetzt echt. Use the left mouse button to load it into the cannon. Next, we pick the shot type, but for now, let's load in a regular cannonball. They are great for putting holes in the ship and killing crew. Holla. After the shot type is loaded, you can equip a ramrod from the cannon and hold left mouse button to load the shot. Ramming. Okay, eigentlich müsste die... Ja. Push the cannon forward into the firing position. If you press the E key again at the cannon, you'll equip the lighter. You can fire a cannon without aiming, but the ship will need to be within 300 meters. So aim down the cannon with the E key. Now, moving the mouse up and down, you need to match the range with the crosshair. Aim between the fourth and fifth notches for a 450 meter shot. The further the ships are in range, the less likely you are to kill the crewmen on board due to the shot weakening. You can also turn the cannons with the A and D keys, which will be easier if your captain keeps the ship steady. Now, fire at the enemy! Okay. Well done! Direct hit! Remember, to exit an object, move back using the S key. Looks like your ammo crate has run out. They will need to be resupplied from your supply stash. Go ahead and do that now. Supply stash. Pick up crate. Run, run, run. Resupply. Okay. Kann ich das mehrfach machen? The enemy ship has decided to close in. Load port side cannons with grapples! You've just received an order from the captain to load in some grapples. From the ammo crate, load a cannon with a grapple. Remember, you need to put powder into the gun first. Grapples are only viable in close range. Komisch, dass man das Ding auch noch reinrammen muss, aber okay. Pushen. Equip Leiter. The ships will now fire. Be pulled together slowly. Grapples can be released by the enemy, so you may need to load more grapples and fire them off. You can also double load a grappled cannon with another shot type. Using grape shot is extremely useful for killing crew. Okay. Now that you are grappled, your respawn times will be extremely long. The goal is now to eliminate the entire crew with your weapons. Doing so will sink their ship and add tickets to your team. You will receive double the tickets based on their crew numbers. Now, jump aboard their ship and kill that clueless pirate-looking fellow. Done.
once their ship sinks, you can get back on your own ship with the boarding ropes. Boarding ropes? Mhm. Sehr interessant. Jetzt kann ich nochmal nachladen. Jetzt habe ich die Boarding Ropes nicht benutzt. Aber... ja. One last thing, mate. If your captain is underperforming, you can vote to mutiny him in the escape. That concludes the tutorial. Now on your way to becoming a good crewman. See you on the seas, mate. Mhm. This tutorial is work in progress. Alles. Okay, und das Spiel hat sich einfach mal kurz zusammengelegt. Alles klar. Hm. Dann wollen wir mal gucken, wenn das Spiel wieder geladen hat, inwieweit wir irgendwelche Leute online haben, um das Ganze zu spielen. Wäre natürlich jetzt enttäuschend, wenn keine da wären. Aber man könnte natürlich auch erstmal trainieren. So, jetzt haben wir... sind wir im Menü? Oder die Audio ist gecrashed oder das Spiel ist gecrashed? Weil es dreht sich nichts mehr. Ah, Spiel ist gecrashed. Dann schließen wir das Programm. Dahin. Stop und Play. Vielleicht funktioniert es jetzt wieder. Ich meine, Full Release 1.0 steht dicke drüber. Markiert für 20. Februar. Also es ist fast ein Monat online. Das würde ja bedeuten, eigentlich funktioniert. Okay. Man muss nur warten. Man muss nur warten. Player? Oh, ich kann meinen eigenen Player festlegen. Die sehen sich alle recht ähnlich. Ah, und die Hautfarbe kann man hier oh, es gibt Haare. Oh, cool. Ich meine, die sehen alle ein bisschen zottelig aus, aber... hm. Warum nicht? Nehmen wir weißes Haar. Outfit. Oh Gott, das muss man erst freischalten. Okay. Puh. Hm. Okay, Level 40 gibt's einige. Level 0. Naja. Hats. Muss man auch erst freischalten. Okay. Gut. Und Piraten könnte ich auch ausstaffieren. Nehmen wir auch. Können wir denselben nehmen, ja? Outfit. Jo. Gut. Schick. Achso, Player, das bin ja ich. Options Tutorial. Party Tag. Friend Tag. As a private clan tag, use to keep a group up. Matches. Okay, hab ich nicht. Servers. Aha.
Join Community. Gott, haben die alle einen Ping hier, teilweise. Friends, recent all. Aber sortieren kann man nicht. Oh, man könnte hier den Max-Ping festlegen von 100. Hide. Empty. Hide full. Refresh. Französisch. Ja, irgendwie mit zwei Schiffe und okay. Hide empty, hide. Vielleicht muss ich auf einen größeren Ping gehen. Wenn das private Server sind, dann kann es schon sein, dass die einen ziemlich hohen Ping haben. Aber ich denke mal, bei so einem Spiel, da wird der Ping nicht allzu viel ausmachen können. Bin echt mal gespannt, wie das jetzt im Endeffekt wird. Jetzt warten, warten, warten. Jetzt könnte ich eigentlich im Hintergrund mir schon das nächste Spiel aussuchen, was ich spiele. Weil das wird zugegebenermaßen wahrscheinlich nicht lange dauern. Oder ich spiele erstmal. So. Servers. Gehen wir auf Max Ping von 200. Hide empty, hide full. Warum auch nicht? NA. North America, hä? Huh? Ship FF only. Wie wär's, wenn ich den Max Ping rausnehme, nur Full und Empty rausnehme? Havana Battles, fast. Faster Ships. Kanada und nee. China North Beijing. Team Deathmatch. Müssen wir mal das probieren, weil ich meine, Discord, ja, habe ich jetzt nicht. Habe ich installiert, aber benutze ich nicht. Von daher. Uff. Okay. Dann, guck mal, Bierbär, das... can spawn in. Junge, Junge. Spawn. Wo ist denn der ist tot? Okay. Oh shit. Die Gun. Au, au, erst Loadout. Confirm Loadout. Okay. Gunpowder. Load.
Cannon. Ram, 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 ram. E push. Lock. Enemy killed. Gunpowder. Load. Needs shot. Grape shot. Load. A grip ram. Ram, ram, ram. Oh. Push. Okay, dann nehme ich Gunpowder hierfür. Equip, Ramrod. Oh. Es kann gerammt werden, das wird gepusht. Normale Cannon fertig. Gunpowder. Oh, wir haben auch Heckkanonen haben wir auch, okay. Haben wir Frontkanonen? Oh, da ist Chain Shot. Oh, shit, 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 shit. 4 war das? Heal, 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 heal. Können wir bis darüber laufen? Shit. Okay. Air to respawn. Guck mal, ich bin fast drauf. Oh, shit. Hold R to respawn. Okay, ich... Oh, Bierbär. Der schwimmt auch irgendwo rum. Er ist wahrscheinlich vor mir runtergefallen. Dann lass mal den... Kann ich das irgendwie querstellen? Your captain was killed. Steer. Stopped. Hä? Captain was killed. Leck mich doch am Ärmel. Oh, da fahren sie, da fahren sie. Nicht schlecht. Reached level 6. What the fuck? Okay. Survival time oder wie? Was bin ich eigentlich? Ich bin britisch. Ich sollte gucken, dass ich... Da, das sind die Briten. Irgendwo bestimmt. Fire! Lass mal kurz gucken. Gunpowder. Load. Cannonball. Needs shot. Ja, ich wollte auch Cannonball. Our ship has taken damage. You need to fix it. Fünf? Nein, eins. Doch, 5 war der Hammer. Wow. Nose damage. Immobilized. Nose damaged, immobilized, alles klar. Wo sind jetzt die Gegner hier? Da. Hoppla. Floating Hell Navy wurde destroyed. Irgendwer schwingt die ganze Zeit. Ah, die reparieren.
Oh, your captain was killed. Ich wurde gekillt. Wave respawning. Okay. The pirates win. Gibt's da keinen? Oh Gott. Death by cannons. Wo bin ich? Place. Server best. Ah ja. Next match. Jetzt bin ich ja einige aufgestiegen. Ho! Kills 2, Death 2. Alles klar. Tod zum Schluss. Alle auf Team Deathmatch. Kann ich eigentlich mein Loadout irgendwo... Ach nee, den kann ich ja am Anfang von bei jedem Respawn, wenn ich meinen... Weiß ich nicht. Waiting. Gehe ich auf... Gehe ich mal mit welchen rein, die... Ah, join? Da. Was auch immer die Zahlen da sind. Ein ganzes Schiff mit Anfängern. Ich glaube, wir gehen unter. No. Loadout. Musket. Side ist eine Triple. Melee ist ein Rapier. Healthy Beverage ist schon ganz gut. Wo sind wir denn hier? Oh, man kann tatsächlich auch zielen. Has been elected Captain. Delete enemy tickets. Cool. Was? Oh. Jetzt muss ich... Jetzt müssen wir hier auf die... Okay. Snow. Get to your... Bin ich auf meinem Schiff? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin auf dem falschen Schiff. Clip Leiter, okay. Not a pretty sight right now, lads. Let's fix her up. What the hell? Was war das? 5. Wo müssen wir denn? Don't be coy now. Discharge the cannons. Ach, das sind die Kapitänsbefehle. Aha. Wo sind die Gegner? Oh, very tasty, but the soup. Mmm. The ri- Oh. Oh no. I'm gonna... Da sind sie. What the fuck? Kann einer mal feuern? Guck mal, die ist doch... Oh.